Ey, yo, was geht ab? Wieder mal Micros One und Link's Awakening geht weiter. So, ich möchte gar nicht lang mich mit Geschwätz aufhalten. Wir nehmen die Feder zur Hand und springen hier drüber. Zerbrechen Monster, holen uns einen Rubin und gehen dann weiter. So, wir haben im letzten Video Tempel Nummer 1 abgeschlossen und haben eine Geige uns gefunden. Und was ist hier los? Hey, du da! Es ist etwas ganz Schlimmes geschehen! Ja, ganz schlimm! Die Moblins sind ins Dorf gekommen! Ja, ganz viele! Eine ganze Gruppe von Miblons, Moblins! Dann, sie sind zu dem Haus, ja, das Haus von Struppi und der Frau! Sie haben etwas ganz Böses getan! Oh ja, das war vielleicht böse! Punkt, 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 Punkt! Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Okay. Ich habe euer Unkraut weggemacht. Sagt danke. So, schauen wir mal, was abgeht. Das ist hier das Haus. Und das ist die schöne Frau. Kreisch! Es ist entsetzlich! Sie haben mein Struppi entführt! Die Moblins! Warum hilft mir denn mein kleinen Struppi? Warum hilft denn keiner meinem kleinen Struppi? Obi! Die Stimme ist echt nervend zu reden! Ehrlich! So, wir machen mal weiter. Wir müssen jetzt das Vieh finden. Wir erinnern uns eventuell daran, damit hier mal so ein Kettenhund war. So ein, ihr wisst, was ich meine. Und den suchen wir. Der ist geklaut worden von Moblins. Und keine Ahnung, wo der jetzt genau ist. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Wir gehen mal hoch zu's, weil ich weiß, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Und da müssen wir auch hin. Genau. Weil wir haben jetzt die Sprungfeder und mit der Sprungfeder können wir über die Löcher springen, die da oben sind. So. Bam, bam, bam. Wir dreschen Monsterhorden kaputt. So, so. Und ich glaube, hier sind wir richtig. Ich muss, glaube ich, hier links, aber hier rechts gibt es auch noch was. Also würde ich sagen, schaue ich... Ja, ich weiß... ich würde sagen, ich schaue nochmal hier rechts vorbei, weil hier gibt's... Ja, will ich nicht haben. Aber hier gibt's noch ein Secret und noch ein paar Sachen. So, wir laufen hier rüber, machen Monster kaputt. Bot. So. Und hier ist ein Herzteil, das können wir uns holen. Ein Herzteil, drücke Select und bla bla bla, ja. Wir müssten jetzt zwei Stück haben. Ich habe jetzt Select gedrückt. Oh ne, erst Start und dann Select. Genau, hier, wir haben zwei Teile und Robe G. Und 0 von 12 irgendwas. Ist das nicht klasse? Wir können da oben lang. Ich habe keine Ahnung, wo es... Ich glaube, wir sind sogar richtig hier oben. Aber zuvor möchte ich euch noch was ganz, 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 ganz Cooles zeigen. Passt mal auf. Das Vieh hier streuen wir jetzt mit magischem Pulver ein. Und dann sieht's so aus, und dann können wir mit ihm reden. Wer unter Wasser sucht, wird manches finden. Ey, was ist los? Das wollte ich nicht hören. Du bist komisch. Was sagt er noch so? Kleiner Teufel, was schenken Tragkraft? Aua, wir sind tot. Dumm? Das war nicht mein Plan, ich wollte euch eigentlich was zeigen. Aber ich bin stattdessen gestorben. Dann erzähle ich es euch mal einfach. Wenn man dann noch öfters mal anschwitzt, sagt er irgendwann irgendwas mit, nutzt Kondome oder so irgendwas. Oder schützt euch mit Kondome oder sowas. Das ist sau cool. So richtig Zelda-untypisch. Und Nintendo-untypisch, so ein Satz. Aber lustig, extremst lustig. So, wir nehmen mal die Feder wieder zur Hand. Und lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, wir wollen sogar darüber, wenn mich nicht alles täuscht. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So.
bam, da bam, bam. Ja, lass mich in Ruhe, dann bleib halt da, Mann. So, wir wollen, glaube ich, wirklich da hoch. Weil hier ist, glaube ich, der Kettenhund, wenn mich nicht alles täuscht. Und der dürfte hier drin sein. Ja, ich hab voll Ahnung und so. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. So, das ist natürlich kein Problem. Zerbashed und so. Wir gehen mal weiter. Und hier sind noch vier und das ist auch kein Problem. Die machen wir auch schnell kaputt. Bam! Und und bam! Und bam. So. Und hier ist, du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miau Miau gesandt hat, um ihren Köder zu retten. Du solltest erstmal dich retten. Oh mein Gott. So, der Kerl will mit uns kämpfen. Aber der ist nicht wirklich ein Problem. Der ist nämlich total strohdoof. Der schießt ein paar Pfeilchen auf uns, springt gegen die Wand wie ein Gestörter. Und dann können wir auf ihn eindreschen. Und, hups. So machen wir das auch, würde ich sagen. So, und noch einmal, glaube ich. Und dann dürfte das schon gewesen sein mit dem netten Dummkopf da. So, im Flug sogar erwischt. Mann, das ist doch Pro-Killing und so. Gut, brauche ich nicht so. Und hier ist er, der nette Wuff-Wuff. Du hast Struppi gerettet, ein furchterregender Köter. Oh mein Gott. So, wir könnten jetzt natürlich so lieb sein und könnten das Vieh zurückbringen zu der Madame Miau Miau. Hieß so, ne? Ja. Aber dann würde sie eh zu uns sagen, Struppi braucht ein bisschen Auslauf und ich soll ein bisschen Gassi mit ihm gehen. Also sparen wir uns den Weg zurück ins Dorf und gehen gleich dahin, wo wir hin wollen. So. So, ja, und der frisst einfach mal so knallhart ein paar von den Gegnern auf. Das ist geil. Das einzige Dumme halt, die hinterlassen keine Items dann, wenn der die auffrisst. Aber ansonsten hilft der einen eigentlich recht gut. Der gute Struppi da. So, wir müssen da links und da hoch. Dann werden wir das einfach mal tun. Was ist denn das hier eigentlich? Schleimsumpf und Zauberwald. Ja, das wissen wir schon. Ich wollte mal gucken, was ist da drin? Hallo, mein Name ist Dr. Wright. Oder Rickt oder wie auch immer. Tja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine. Aber bis heute keine Antwort bekommen. Und er erzählt uns das gleiche nochmal. Spannend und so. Interessiert mich jetzt nicht so. Aber das brauchen wir später noch, falls ich das machen werde. Das weiß ich noch nicht. Für das Masterschwert oder sowas, glaube ich, zu bekommen. Weil du musst so Tauschhandel machen und so. Ja. Wir bashen mal auf Gedöns ein. Und, wir müssen da lang. So, und hier ist eine Telefonzelle. Wir gehen mal dran ans Telefon. Tut, tut! Ja, hier Ulrian oder so. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nichts weiter weißt. Tschüss, knüppel, tut, tut, tut. Spannend und so. Nee, ich weiß noch weiter, weil wir müssen hier in den Sumpf. Mit dem guten Struppi, weil der frisst uns die Pflanzen hier aus dem Weg. Sofern er mal Lust hat, es zu machen. Hä, wie wär's? Komm. Sei gut und mach weg. Hallo, du dummer Köter, jetzt tu es. Ja, geht doch. So, und somit kommen wir dann auch weiter. Das ignoriere ich einfach mal ganz cool, weil das schießt auf uns. Und hier wollen wir rein. So, hier, so. Oh Gott, es hängt. Und wir sind in Level Nummer 2. Jins Grotte. Oh mein Gott, das hört sich gefährlich an. So, wir machen uns auf den Weg in Jins Grotte. So, hier könnten wir jetzt Licht anmachen. Was heißt hier könnten? Wir müssen sogar. Also, streu, streu und schon geht die Tür auf. So, wir machen die mal ganz kurz kaputt hier und holen uns den Schlüssel. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich gehe unten lang erst. Hier, oh, die laufen uns weg. Die laufen immer in die entgegengesetzte Richtung von mir, aber das ist auch nicht besonders schwer. Ich muss gerade mal überlegen, wie geht denn das? Bekomme ich den jetzt überhaupt schon? Ja, so. Geht doch, wir haben einen Kompass erhalten, oh mein Gott. Er führt uns durch dieses dunkle Verlies. Ja, ich weiß, komm. So, mit Kompass fühlt man sich gleich viel besser.
So, hier ist ein Schalter, den lege ich mal um und dann gehe ich mal runter. Mal schauen, was da so gibt. Hier ist noch ein Schalter, den legen wir auch nochmal um und... Du gehst mir aus dem Weg, du gehst mir nämlich auf den Sack. Und hier ist noch ein kleiner Schlüssel. Mit dem kleinen Schlüssel würde ich sagen, gehe ich... okay. Gehe ich einmal zurück an den Anfang, weil links war noch... Ah, scheiße. Scheiße. Damn. Weil links war noch eine Tür mit einem kleinen Schlüssel. Also, wo ich mit einem kleinen Schlüssel hinkomme. Hier links nämlich. Und mal schauen, was da so drin ist. Gegner, die wir weh machen auf jeden Fall. So, wir machen Licht. Warum auch immer. Hätte ich brauche nicht machen eigentlich. Aber hier muss ich Licht... Ne, hier muss ich auch kein Licht machen. Hier muss ich drüber springen. Aber kann sein, dass ich zurück... um zurückzukommen, die Lichter anmachen muss. Ne, ist aber nicht so. Ich habe den Schnabel erhalten. Oh mein Gott, ich bin total fasziniert. Hätte ich das gewusst, dass dieses Scheißteil hier ist, dann wäre ich nicht zurückgekommen. Weil, ne, das braucht doch kein Mensch und so. So, wir müssen... Ach, wir müssen wieder die Lichter anmachen. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Do, 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 dam und dam. Und wir gehen weiter nach rechts, bevor das Teil mich hier kaputt macht. War ich hier unten eigentlich schon? Ja, hier war das, genau. So, wir gehen weiter nach rechts, nehmen mal die Feder wieder ins Inventar auf und dann hören wir uns halt mal an, was er zu sagen hat. Senkt die Bodenplatten, indem du den blauen Schalter nutzt. Danke für die Info. Du hast mir sehr viel weitergeholfen. So, wir gehen da unten rechts dann. Ich glaube, hier muss ich lang. Ja, hier muss ich lang, genau, weil sonst gibt es keinen Weg. Wir springen mal so darüber und haben Pulver gefunden. Ist das nicht klasse? Und wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Oh mein Gott, es wird immer besser. Ich gehe davon aus, damit wir den drücken müssen. Also mache ich das jetzt einfach mal. Und spring da hoch. Und die mache ich kaputt. Und ja, der kleine Schlüssel ist auf der anderen Seite. Toll, jetzt habe ich wieder den ganzen Weg zurück. So, so, so und so. So, so, so und so. Genau, so war das. Lass mich überlegen. Genau, wir müssen den Schalter erst noch umlegen. Und dann hier hoch. Du, 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 du. So, nimm den Schlüssel. Auf geht's. Und wir wollen natürlich wieder da runter. Also wieder den gleichen Weg dahinter. Boop, boop und bam, bam, spring, link, spring, spring. Und wir gehen weiter nach rechts. Und hier brauchen wir das Schild wieder, weil die müssen wir ja erst mit dem Schild bearbeiten. Das kennt ihr ja noch aus dem ersten Tempel. Bam, 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 bam. Das war kein großes Problem. Und hier geht's rein. So, lass mich raten, ich muss diese Blöcke verschieben. Lass mich raten, der Kerl, also die Eule sagt mir das jetzt auch noch. Ja, war klar. Ja, du so hilfst mir total. Du sagst mir Dinge, die kann ich mir nicht von selbst denken. Herz? Nö, na egal. Ich bräuchte ein Herz. Meine Herzleiste sieht ziemlich mager aus. Fällt mir gerade auf. Das ist scheiße. Bumm! Darüber und darüber. Wir sind in einer Höhle gelandet, merke ich. So, wir wollen da hoch. Komm, komm, komm. Schneller. So. Und da ist ein Herz. Herz ist gut. So, sehr gut. Sogar volle Herzleiste bekomme ich. Das ist doch sehr cool. Und ein Zwischenboss, den ich einfach... Oh, 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 der hat Bomben. Der hat Bomben und der schmeißt mich nur einfach durchs Level. Eieieiei. Eieiei. Nein. Ich habe ihn zum Glück besiegt. Gott, ich habe gedacht, jetzt wird's noch hart für mich und ich gehe noch kaputt. So, Fee, Fee ist gut, Fee brauche ich, komm zu mir, du Fee. So, und wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir halten uns nicht lang da auf. Fledermaus, geh aus dem Weg, ich hasse dich. Erst den Hasen, jetzt den Skelett. Okay, erst den Hasen, dann Skelett. Das ist mal eine Nachricht. Was geht ab? Oh Gott, das Teil zieht mich an. Die Karte! Yeah, jetzt kann ich mir dieses Labyrinth auch nochmal auf der Karte ansehen. Und wir sind schon wieder da reingefallen. Ich bin... ja, guter Spieler. Alter, nee, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Wie wär's? So, aus dem Weg. Und du auch. Und du auch. Und das brauche ich gar nicht. Wo muss ich denn lang? Du hast 20 Rubine gefunden, na toll. Ich hab noch einen kleinen Schlüssel, gut. Was geht mit euch? Buhus oder was?
Sind das etwa Boohoos? Aus Zelda? Ach, aus Mario? So kann ich die jetzt zerbersten. Genau. Ich hab den Kraftring. Super, du hast das Kraftarmband gefunden. Damit kannst du Steine und Vasen heben.